Jetzt heißt es ab zum Flughafen und los nach Hawaii. Oh mein Gott, ich bin immer noch so müde. Ich kann nicht mehr. Das wird richtig anstrengend. Nochmal 6 Stunden Flug, Leute. Endlich am Flughafen angekommen. Jetzt muss ich mich ein wenig beeilen, weil gleich fängt das Boarding an. Und ich muss komplett durch den ganzen Flughafen laufen. Das ist richtig weit weg. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Flugzeug. So, und ich werde mir jetzt passend dazu Lilo und Stitch angucken. Leute, was geht? Da bin ich wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start mit einer weiteren 3 Uhr nachts Challenge. Also wird es eine Challenge? Ich weiß nicht so ganz, denn ich hatte vor, mit euch um 3 Uhr nachts eine Roomtour zu machen. Ja, ihr hört richtig, eine Roomtour. Wird es spooky oder nicht? Wir finden es auf jeden Fall raus. Ich habe es vorher noch nie irgendwo gesehen. Und bevor ganz viele wieder fragen, Becky, könntest du deine Unterkunft zeigen und so weiter, dachte ich mir, machen wir daraus eine 3 Uhr nachts Edition. Und ich glaube, es wird so eine 2 in 1 3 Uhr nachts Challenge diesmal, weil angefangen habe ich, meine ich ja, kurz nach 3 in L.A. Und dann bin ich ja zum Flughafen und dann später losgeflogen. Und jetzt melde ich mich erst wieder. Ich musste erstmal in Ruhe ankommen und so weiter. Und ja, wir wollen hier daraus eine 3 Uhr nachts Challenge machen. Es ist nichts Unheimliches am Flughafen passiert, zum Glück. Aber ich bin extra früh hingegangen, was ein bisschen unnötig war. Jedenfalls bin ich jetzt angekommen hier auf Maui, Hawaii. Ich würde sagen, ich laber jetzt nicht so viel. Wir beginnen jetzt gleich. Wir haben es, glaube ich, fast 3 Uhr. Moment, ich gucke eben nach. Ja, wir haben noch 10 Minuten Zeit, also ich beeile mich. Auf jeden Fall schreibt mir wieder unbedingt in die Kommentare eure Spooky Story, Leute. Ich bin gespannt, was euch mal passiert ist, was irgendwie mysteriös, unheimlich, nicht zu erklären war. Und ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, Leute. Ich habe eine neue verfluchte Nummer gefunden. Soll ich die ausprobieren? Bei 20.000 Daumen nach oben war ich das. Da weiß ich Bescheid. Ich soll es unbedingt ausprobieren. Aber Leute, ich glaube, das wird richtig spooky. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier seid und kein neues Video verpassen möchtet. Unbedingt Glocke aktivieren. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal alles draußen. Ja, ihr hört richtig, draußen. Nachts alleine, Becky in einem fremden Land. Creepy. Ich habe Angst. Und dann gehen wir hier rein und ich zeige euch alles drin. Ja. Also, let's go. Punkt 3 Uhr. So, Leute, und da bin ich jetzt wieder draußen vor der Unterkunft, weil ich dachte mir, ich zeige euch mal eben die Gegend hier draußen, weil die sieht schon recht spooky aus. Also irgendwie erinnert mich das total an diese typisch amerikanischen Filme. Ich finde es richtig gruselig, aber okay, ich zeige euch das mal eben ganz schnell und dann gehen wir direkt wieder rein. Übrigens plätschert das hier ein bisschen, weil hier steht ein Brunnen und der ist an. Und ja, also nicht wundern, was so für ein komisches Geräusch hier ist. Beckys Roomtour erstmal draußen auf der Straße. Yay. Ich hab Angst alleine draußen. Ja, das ist die eine Seite. Sieht schon spooky aus, aber da hinten ist so eine Hauptstraße. Also geht das noch ein bisschen. Das andere führt einfach mal komplett in die Wohngegend hier und die sieht wirklich so aus wie aus einem Film. Moment. Eben schnell drehen. Man sieht noch nicht mal, wenn meine Füße so dunkel ist. Es ist so richtig dunkel. Also wenn hier keine Laterne ist, sieht man echt gar nichts mehr. Tada! Das ist die andere Seite und ich finde, die sieht so, ja, wie aus den Filmen aus. Da hinten geht es so hoch, diesen Hügel mit den Laternen. Und hier geht es ein wenig runter und ich finde es irgendwie ein bisschen spooky. Ich finde es echt spooky, hier draußen zu sein. Boah, guckt euch mal diese Palme hier an. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Ja, ich laufe mal hier kurz ein bisschen runter. Da ist sowieso eine Sackgasse, soweit ich, glaube ich, sehen kann. Die haben auch diese typischen amerikanischen Briefkästen draußen. Oh mein Gott, was ist das für ein Schatten? Man sieht immer meine Kamera. Die finde ich voll lustig. Und hier hinten wird es richtig finster. Ich weiß nicht, ob ich hier noch weiterlaufen sollte. Ich habe gerade mein Handylicht angemacht, damit ich überhaupt ein bisschen Licht hier habe. Hier sieht man irgendwie gefühlt gar nichts mehr. Auch wenn hier überall Palmen sind und es sehr paradiesisch aussieht, ich habe trotzdem Angst. Nein, ich gehe schön wieder rein. Ich hoffe, ihr versteht das, aber... das erinnert mich einfach zu sehr an diese Gruselfilme hier. Und ich glaube, es ist echt keine gute Idee, hier so rumzuwandern. Also hier sieht das mir sehr nach Sackgasse aus.
Und wir gehen jetzt schön wieder zurück. Aber einige Palmen sehen sehr interessant aus. Sehr schön, sehr interessant. Ich versuche mich abzulenken, bevor es zu gruselig wird. Also man geht hier erst durch so ein Gatter. Oh mein Gott, das quietscht dann auch so gruselig. Oh mein Gott, kann das bitte aufhören? Also mir ist nicht aufgefallen, dass es vorhin so gequietscht hat, aber okay. Ganz normal. Ja, hier ist das quietschende Gatter. Und hier ist so ein richtig schöner, süßer, exotischer Garten. Also mit exotischen Pflanzen und so, sogar mit einer Palme im Garten. Voll nice. Ich wünschte, bei uns würde es auch Palmen geben. Ich liebe Palmen, Leute. Und ja, hier ist noch so ein beleuchteter Pavillon. Richtig schön. Das lädt einfach zu einer Overnight-Challenge ein, oder? Es ist auch verdammt warm jetzt gerade noch. Also man friert null. Also eigentlich könnte ich wirklich tatsächlich eine Overnight-Challenge hier draußen machen locker. Und ja, hier ist dieser plätschernde Brunnen. Und ganz viele andere Pflanzen, richtig süß gemacht hier. Und ja, dann geht man hier rein. Und hier geht es weiter mit den ganzen Pflanzen. Sehr interessant. Auf jeden Fall, ich mache mal eben das Tor hier zu, ne, weil alles sicher sein muss. Hier ist so eine richtig schöne Blume. Habt ihr schon mal so eine schöne Blume gesehen? Wow, oder? Ja, und dann geht es hier weiter. Den dunklen Weg hier entlang. Aber ich glaube, hier geht gleich wieder ein Licht an. Hoffe ich doch. Sonst bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Oh, ja, zum Glück ist Licht angegangen. Okay. Dann geht man. Jetzt geht das Licht wieder aus. Na toll. Jetzt mache ich mein Handylicht eben an. Man geht hier runter und mein Fokus spinnt und erkennt irgendwie etwas in der Kamera, was gar nicht da ist. Warum fokussiert der mal dahin? Ich verstehe es nicht. Oh, hier geht auch wieder ein Licht an. Ja, okay. Dann gehen wir hier runter und hier ja, sind so Filter und Waschmaschine und so weiter. Und ein Waschraum. Könnte ich ja auch eine Overnight-Challenge drin machen? Nee. Ich glaube eher weniger. Oh mein Gott, Leute. Mein Fokus spinnt die ganze Zeit und irgendwie ist alles gerade unheimlich. Ja, wenn man hier hochgeht, ist hier auf jeden Fall ein Pool. Und ihr wolltet alle, dass ich unbedingt eine Overnight-Challenge im Pool mache. Also es kommt auf jeden Fall auch noch. Aber ja, das wird auch sehr gruselig. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe gerade Angst. Nee. Das kommt schon früh genug, Leute. Ich muss da jetzt nicht noch jetzt schon abhängen. Ist schon schlimm genug, dass ich 3 Uhr nachts hier gerade unterwegs bin. Und, oh mein Gott, Licht geht an, Licht geht super schnell wieder aus. Ich zeige euch jetzt einfach hier, wie es drin aus. Ja, und wenn man jetzt die Tür aufmacht, kommt man hier erstmal zu so einer Treppe. Ich werde erstmal meine Schuhe hier ausziehen. Ja, und die muss man hochlaufen. Gehen wir mal hier hoch. Und dann kommt man hier zu so einem wunderschönen Bild. Ja, einfach nur zu so einem kleinen Flur. Auf jeden Fall geht man hier durch so ein Haustier-Kindersicherheitstor. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Keine Ahnung. Und was mir direkt mal eben kurz aufgefallen ist und vorher nicht, ist das hier. Was ist das? Sag mir nicht, das ist so ein Brett, was man hochheben kann und darunter sind irgendwie versteckte Sachen. Wie aus solchen spooky TikToks oder Gruselfilmen. Kann man das hochheben? Keine Ahnung. Sehr seltsam, dass ich das jetzt, ausgerechnet jetzt, entdeckt habe. Zufall? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ja, zeige ich euch jetzt erstmal das Wohnzimmer und das sieht so aus. Tada! Zeige ich das jetzt mal alles ganz genau. Hier ist ein gemütlicher großer Sessel, auf dem man sich hinchillen kann und ein großer Fernseher, auf dem man schön Netflix gucken kann oder sonst irgendwas. Ich werde wahrscheinlich sowieso so müde sein, dass ich wieder ins Bett falle am Ende des Tages, weil ich bin meist so K.O. und es ist halt ultra heiß hier. Auf jeden Fall, ja, gibt es den großen Fernseher und... Hier hinter der Schiebetür verbirgt sich das Schlafzimmer, beziehungsweise der Schlafbereich, aber den zeige ich euch gleich. Und ein Schlafsofa, kann man aber auch als normales Sofa benutzen. Ich benutze es als normales Sofa, weil ich brauche kein Schlafsofa, ich habe schon ein Bett. Ja, und hier sind überall Fenster, das heißt, tagsüber ist es hier verdammt hell drin, was mega cool ist. Hier sind bodentiefe Fenster übrigens. Tada! Da geht's raus auf eine Terrasse, aber da gehen wir gleich noch rauf. Ja, und hier oben ist ein riesengroßer Deckenventilator, der nur so ein bisschen was bringt. Es ist trotzdem super heiß. Hier kommt man zur Küche, auch wieder klein, aber fein. Hat alles, was man braucht. Und ja, hier ist so eine kleine Kochplatte, ein paar Schränke, ein kleiner Ofen, wo man irgendwie sich eine kleine Pizza drin machen kann. Kaffeemaschine, Wasserkocher. Hier ist auch so ein Kühlschrank, der ist aber relativ klein. Also ist nicht so ein typischer Oschi
amerikanischer Kühlschrank, wie man den vielleicht kennt, wo Eiswürfel rauskommen und so. Und hier ist auch ein kleiner Deckenventilator dran, aber ein ganz kleiner. Hier hinter der Tür verbirgt sich das Badezimmer. Und da gehen wir jetzt rein. Das checken wir jetzt aus. Oh mein Gott, warum quietscht das wieder so? Hier, auf damit! Wer findet das auch immer voll gruselig, wenn sowas quietscht? Ja, auf jeden Fall ist hier der Waschbeckenbereich. Und ich glaube, hier sind nur Handtücher drin. Ja. Also nichts Besonderes im Schrank. Ja, und hier ist so eine typische amerikanische Dusche. Badewanne, sehr niedrig und dann dieser Duschkopf, den man gar nicht richtig bewegen kann. Ja, und hier ist die Toilette mit einem Spiegel drüber, keine Ahnung wieso, aber sehr schön gemacht. Ist voller Muscheln. Und hier ist auch wieder ein kleiner Deckenventilator. Aber den kann man gar nicht anmachen, ist ziemlich dunkel hier. Das ist nämlich nur Deko. Das ist gar nicht zu benutzen, dieses Teil da zum Ziehen. Ja, und das war schon das ganze Badezimmer hier. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach ins Schlafzimmer, oder? Also, ich zeige euch das jetzt mal eben und dann sind wir auch schon fertig mit der Roomtour. Oh mein Gott. Oh mein Gott, seht ihr das? Nein. No way. Leute, die Puppe. Die Puppe. Was? Leute, die habe ich nicht mitgenommen. Die habe ich nicht mitgenommen. Was macht die hier? Was macht die hier? Und hier schwimmt auch noch der Fokus. Der schaukelt, der schaukelt. Da sitzt diese komische alte Annabelle-Puppe da drin. Ich habe sie in Los Angeles gelassen. Wie ist die mitgekommen? Puh. Ich sag mir nicht, da ist auch noch was im Schlafzimmer, ne? Ich dreh durch. Ich dreh durch. Sag mir nicht, da ist noch was. Wie ist die Puppe hierher gekommen? Ich habe die nicht mitgenommen. Nee, ich glaube, hier ist nichts. Ja, auf jeden Fall sieht das Schlafzimmer so aus. Ja, da geht's raus wieder auf so eine kleine Terrasse. Die macht mir auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen Angst. Boah, das quietscht alles. Das hat es aber vorher gar nicht. Ja, da geht es hier so runter zum Pool. Und ich wollte euch ja noch eben kurz das zeigen. Alter, ich habe so Angst, ne? Ja, hier ist die Dachterrasse. Und hier unten ist der Pool. Man sieht irgendwie gar nichts mehr. Es ist so stockfinster. Was soll ich jetzt mit dieser Puppe hier machen? Die ist eindeutig verflucht. Eindeutig. Wie alt ist die bitte? Und was macht die hier auf dem Schaukelstuhl?